Meine Damen und Herren, in Anbetracht des Sie überraschenden Wahlsieges von Donald Trump gewinnt diese heutige Abstimmung im Bundestag eine außerordentliche Bedeutung. Es gibt bei uns in den Vereinigten Staaten sehr leidenschaftliche Kriegstreiber. Gott sei Dank ist Präsident Obama keiner davon. Und meiner Meinung nach möchte auch Donald Trump, wie Obama, das bewaffnete Chaos in Syrien beenden. Ich glaube, es ist durchaus möglich, dass beide, das heißt Obama und Trump, es lieber hätten, wenn die Bundesregierung Schritte zur Ermutigung der Falken in Washington vermeiden könnte oder würde. Eine Ausweitung des Syrienkrieges zu einem NATO-Krieg wäre ein solcher Schritt, den wir vermeiden müssen. Meiner Meinung nach ist eine friedliche Lösung der Katastrophe in Syrien ohne die Kooperation mit den Russen gar nicht möglich. Diese Kooperation wird mit einem Präsidenten Trump wahrscheinlicher als mit Frau Clinton, die den russischen Präsidenten Wladimir Putin Hitler genannt hat. Das macht keinen Sinn. Nehmen wir uns die Zeit für eine Denkpause. Eine Denkpause. Das bedeutet, ein bisschen zu denken, ja? Ich selbst habe für Dr. Jill Stein gestimmt. Sie war die Präsidentschaftskandidatin der US-Grünen-Partei, einer kleinen Wahlpartei, die sich für Frieden und besonders für die Umwelt einsetzt. Vorgestern war ich mit einer Gruppe zusammen, die in unserem Sprachgebrauch zum The 1%, dem 1% der Elite gehört. In dieser Gruppe befand sich ein ehemaliger US-Botschafter bei der NATO. Er wurde gefragt, ob es nicht vielleicht besser wäre, wenn mit den Russen zu sprechen, beziehungsweise zu verhandeln. Der Botschafter antwortete auf diese Frage in einer sehr erniedrigenden Weise. Er sagte, also, Sie sind offensichtlich ein Trump-Unterstützer. Aber Hillary Clinton wird sicherlich gewinnen. Das war vorgestern. Ja? Er meinte, in diesem Fall wäre es Unsinn und unrealistisch, baldige Verhandlungen mit den Russen zu erwarten. Nun gebe ich zu, Donald Trump is no John Kennedy. Ja? Der Trump ist kein Kennedy. Aber lange Rede, kurzer Sinn, zumindest wird nach meiner Einschätzung nächstes Jahr mit Trump vielleicht eine vernünftigere Ostpolitik möglich. Das ist ja wichtig. Es könnte zu Entspannung statt immer mehr und mehr und mehr Spannung. Meines Erachtens muss man die Russen als Partner und nicht als Feinde betrachten. Um Winston Churchill zu zitieren,
It is better to jaw jaw than to war war. Das heißt, es ist besser miteinander zu sprechen, als Krieg zu treiben. Das ist ja klar. Und am allerwichtigsten, wir sollen die Möglichkeit einer echten Entspannung ernst nehmen. Ernst, ernst nehmen. Wenn Sie ernst nehmen. Wir müssen jetzt eine Denkpause machen, nicht? Auch der Bundestag soll umdenken. Umdenken, ja, umdenken. Lasst uns Neues denken, weg von Feindbändern und militärischen Lösungen. Denn, wie wir alle wissen, die Gedanken sind frei. Können wir zusammen singen? Ja? Machen wir gleich. Ja, ja. Haben wir gleich? Ja, ja. Ja, machen wir. Wir dürfen halt. Nee, nein. Okay, vielen Dank. Danke. Vielen herzlichen Dank, Roy. Vielen herzlichen Dank, Roy. Ja, jetzt haben wir auch mal Winston Churchill auf einem Friedensthema gehört, ne? Habe ich auch noch nicht erlebt, als Zitat. Jetzt ist mir auch das V von